Guten Morgen aus Krasnojarsk. Wir sind soeben aufgestanden und wir machen uns jetzt erstmal Frühstück. Wir sind ja gestern schon angekommen in Krasnojarsk gegen Mittag. Und dann waren wir auf jeden Fall erstmal mit Wäschewaschen beschäftigt. Nach unserem Bettwanzenproblem haben wir beide eigentlich komplett unsere Wäsche gewaschen, dass wirklich alles wieder sauber und rein ist und wir jetzt auch keine Probleme mehr damit haben. Und dort sind wir einfach nur noch ein bisschen durch die Stadt gebummelt und haben uns wirklich einen chilligen Tag gemacht, weil heute wird es richtig anstrengend. Aber dazu erzähle ich euch auf jeden Fall mehr. Wir haben nämlich jetzt richtig Hunger und brauchen jetzt erstmal was zu essen. Nachdem wir unser Porridge aufgegessen haben, geht es für uns mit dem Uber zum Stolby Nationalpark. Und es gibt zwei Möglichkeiten, zu dem Nationalpark zu kommen. Entweder ihr fahrt mit dem öffentlichen Bus dorthin oder ihr nehmt euch ein Uber. Das Problem bei dem Park ist allerdings, ihr müsst bei der Bushaltestelle noch 6 Kilometer laufen, bevor ihr überhaupt zum Eingang vom Nationalpark kommt und dort dann wandern gehen könnt. Deswegen haben wir uns jetzt fürs Uber entschieden. Das sind jetzt nämlich nur noch 4 Kilometer. aber ihr müsst aufpassen, mit dem Uber könnt ihr nur unter der Woche fahren. Also auch am Wochenende oder in den Ferien ist es nicht erlaubt, diese 2 Kilometer noch weiter in den Park reinzufahren. Also wenn ihr am Wochenende hier seid oder auch in den Ferien, dann müsst ihr sowieso mit dem offiziellen Bus fahren und müsst einfach diese 6 Kilometer in den Park erstmal reinlaufen. Genau. Wir freuen uns jetzt auf jeden Fall auf einen super schönen Wandertag sozusagen und sind schon richtig gespannt auf den Nationalpark. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit und schauen, was wir alles so erleben. Arbeitsteilung auf Weltreisen. Haupteingang angekommen. Es gibt nämlich 2 Eingänge in den Stolby Nationalpark. Einmal den Haupteingang. Das ist der Eingang, von dem ich euch gerade vorhin schon erzählt habe, dass man nochmal 6 Kilometer, beziehungsweise in unserem Fall jetzt nochmal 4 Kilometer gehen muss, um wirklich dann im Nationalpark zu sein. Und der zweite Eingang ist an einer Seilbahn. Da fährt man dann mit der Seilbahn rauf, ist dann schon im Nationalpark drin und kann dann da nochmal rumlaufen. Einziges Problem hier vor dieser tollen Map: Es ist alles auf Russisch, es steht nichts auf Englisch da und unsere Übersetzungs-App lässt uns gerade auch ein bisschen im Stich. Also mal schauen, wie wir jetzt den Weg finden. Thank you.
Und das mit den Wanderwegen und den Wegweisern ist auf jeden Fall nicht besser geworden. Also es ist immer noch alles auf Russisch und unsere Übersetzungs-App gibt immer noch den Geist auf. Trotzdem haben wir jetzt einen schönen Weg gefunden, der uns zu einem tollen Aussichtspunkt geführt hat. Ein Stückchen unterwegs und was auf jeden Fall auffällt, wenn du einmal auf einem Weg bist, dann kommst du hier auch nicht mehr weg. Und es kommen auch keine Wegweiser mehr, also die einzige Orientierung sind immer bunte Ringe an den Bäumen und das war's. Also es kommt keine Kilometerangabe mehr oder wo man hinläuft. Man muss sich eigentlich jetzt nur noch an den Kringeln orientieren, weiß aber nicht genau, wo es eigentlich hingeht. Das ist definitiv ein Minuspunkt. Wie jetzt zum Beispiel, wir folgen eigentlich immer dem gelben Kringel. Jetzt ist ein roter Kringel dabei, man weiß aber nicht, wo der Weg herkommt oder wo der Weg hingeht. Also wir haben es jetzt geschafft, an der Seilbahn rauszukommen. War eigentlich nicht unser Plan, aber hier sind wir praktisch gestartet. Und wir sind jetzt hier den kompletten gelben Weg gelaufen. Einmal hier rum, einmal komplett durch den Park durch und jetzt sind wir hier an der Seilbahn. Ja, keine Ahnung, wie wir das geschafft haben und wo der rote Weg jetzt herkommt. Jetzt mit dem Bus zurück nach Krasnojarsk. Wir mussten mit der Seilbahn eigentlich fahren, weil wir waren ja am anderen Ende vom Park. Und jetzt fahren wir mit dem Bus zurück ins Hostel, einfach mal aufwärmen. Insgesamt waren wir jetzt 6 Stunden rein im Park, nur so als kleine Zeitangabe.